Wir stehen hier mit Lars Hinrichs. Wer Mitglied im Geschäftsleute-Netzwerk Xing ist, könnte ihn kennen. Denn Lars Hinrichs hat Xing gegründet, damals noch als OpenBC. Aus diesem Geschäft ist Lars Hinrichs inzwischen raus. Aber Lars, du beobachtest die Tech-Szene immer noch mit Argusaugen. Und deshalb wollen wir über das Tempo von Innovationen sprechen. Die Tech-Szene hat uns als Ganze viel versprochen. Sie möchte uns die Arbeit abnehmen. Sie möchte sogar Krankheiten heilen. Aber bisher ist wenig davon passiert. Die Produktivität steigt langsam. Die Produktivität misst, wie viel Arbeit den Menschen abgenommen wird. Die Lebenserwartung steigt in den entwickelten Ländern praktisch gar nicht mehr. Der medizinische Fortschritt trägt nicht mehr sehr zur Steigerung der Lebenserwartung bei. Lars, was ist schiefgegangen? Ich glaube, es ist gar nichts schiefgegangen. Die Grundannahme, dass Technik alles rettet, ist, glaube ich, auch hier wieder bestätigt worden, wenn es darum geht, die großen Themen zu besetzen. Also ich glaube, es gibt ausreichend gute Lösungen, CO2 zu filtern. Es gibt ausreichend gute Lösungen, Energie zu speichern. Und mit der Telekommunikation stehen wir kurz vor 5G. Insofern haben wir, glaube ich, die beste Ausgangsposition, dass die nächsten Jahre deutlich besser werden. Ich bin kein Freund von harten Momentaufnahmen, weil ich glaube, man sieht gar nicht, was alles weltweit passiert. Ich glaube, was wir aber feststellen, ist, dass in Europa keine großen Moonshots, also die ganz großen Projekte entstehen. Sicherlich wahnsinnig viel Forschungsarbeit, aber die großen Billion-Dollar-Companies entstehen einfach nicht in Europa, die entstehen in Asien, insbesondere in China und in Amerika. Dort werden die ganz großen Probleme angegangen und die meisten in Europa trauen sich halt nicht, diesen ganz großen Wurf zu machen. Warum nicht? Ich glaube, wir haben hier eine Kultur von Verbesserern. Ich glaube, das ist sehr deutsch. Über 150 Jahren gibt es Familienunternehmen und da wird jede Generation, da wird das Status quo verbessert, verbessert, verbessert. Und ich glaube, das, was uns fehlt, ist einfach dieser Kultursprung der Jump-Innovation. Also, wo man ganze Jahrzehnte einfach überspringt. Ich war jetzt gerade in Asien und ich war in Kenia und Kenia war, glaube ich, das Spannendste, weil dort gab es keine Telefone, aber überall gab es Mobilfunk. Und doch steht der Beweis noch aus, dass die Tech-Industrie irgendwas in einem großen Sprung verbessern kann. Mark Zuckerberg sagte, er möchte Krankheiten heilen. Er ist nicht auf dem Weg dahin, oder sehe ich das falsch? Also ich glaube, da ist das Max-Planck-Institut und andere große Forschungsinstitute deutlich weiter. Aber wir sehen durch diese große Technologie CRISPR-Cas, durch die Genschere, dass jetzt ganz, ganz viel personalisiert wird. Wir haben heute Morgen über Immuntherapien gesprochen. Und ich glaube, dass wenn ich mal in 10, 15 Jahren Krebs habe, wird er deutlich schneller geheilt als alles das, was wir derzeit haben. Ich bin ein purer Optimist. Ich glaube, das muss man auch sein als Investor, dass man die Welt immer besser sieht in der Zukunft als heute. Da drücken wir die Daumen, dass das mit dem Krebs möglichst bei allen so ist und sagen vielen Dank für das Gespräch.